Hallöchen. Ja, Freitag. Das letzte Wochenende meines Urlaubs. Ich trauere jetzt schon. Ich habe mich heute dazu entschieden, statt wie eigentlich gedacht, bei Neo oder anderen weiterzumachen. Schauen wir heute einfach mal spontan in Frostpunk rein, das mir von zwei Personen bereits empfohlen worden ist. Ein Aufbaustrategiespiel mit Survival-Elementen. Und ein bisschen laut? Fragezeichen. Schauen wir aber dann gleich noch. Katze, was hast du mit dieser Schokolade, Mut? Beliebige Taste drücken. Ja, komm. Tiki. Kusch dich hier. Ich habe mir, als ich das gekauft habe, ich glaube Game of the Year Edition war es, ist es, sprich mit Soundtrack und Artbook. Ich weiß jetzt natürlich nicht so wirklich, was da alles möglich ist, aber das werden wir noch herausfinden. Audio. Drehen wir ein bisschen runter, oder? Soundeffekte. Muss nicht so laut sein. UI. Ambient. Also das Intro gefällt mir jetzt schon. Falls es noch zu laut sein sollte, meldet es euch einfach. Kredizen? Schauen wir mal rein. Also, sie können eine Baracke auf ein bestehendes Zelt bauen. Auch viele andere Gebäude können auf diese Weise aufgewertet werden. Zelte? Okay. Einige. Das war zu schnell weg. We roam the still, cold world. No horizon in sight. Rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class, we've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. Farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times.
finally, the time has come to build the last city on Earth. Der Artteil ist mega. Gefällt mir. Ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen. Aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten. Jetzt, wo unsere Welt in Scherben liegt. Wir müssen überlegen. Ich frag mich nur, wenn eh schon alles eingefroren ist, warum zieht man dann in den Norden? Wäre der Süden nicht klüger? Und Katze, was machst du denn da jetzt, hm? Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Lagere Kohle ein. Wo soll ich die hernehmen? Kamerasteuerung? Naja, das ist... Holzkisten? Kohle vorkommen. Diese Anthrazitader enthält genug Kohle, um uns für absehbare Zeit zu versorgen. Wir müssen nur eine Kohlemine entwickeln und sie hier bauen. Aha. Verboten? Warum sind 15 Kinder verboten? Bauen? Zelt? Minus 20 Grad. Kamerasteuerung. Bewegen, vergrößern, drehen. Q und E. Okay. Rohstoffmanagement ist entscheidend für das Überleben der Stadt. Du brauchst Kohle, um den Generator mit Strom zu versorgen. Holz und Stahl sind für Bau und Forschung notwendig. Dampfkerne sind ein weiterer wichtiger Bestandteil moderner Gebäude. Rohnahrung wird für die Zubereitung von Essensrationen verwendet. Später im Spiel können weitere Arten von Rohstoffen auftauchen. Die meisten Gebäude erfordern, dass Menschen dort arbeiten. Bestimmte Gebäude werden nur Ingenieure und andere nur Arbeiter verwenden. Mein Gott. Verwenden nur Ingenieure oder Arbeiter. Um Personen eine Arbeit zuzuordnen, klick auf den Arbeitsplatz und benutze das Zuordnungsfenster. Das nennst du Tutorial, ja? Okay. Also ich habe eine Vermutung, was ich machen soll. Was ist das? Stahltrümmer. Okay. Stahltrümmer, Kohlehaufen. Oh. Ich kann auf jeden Fall Arbeit hinschicken. Ah ja. Holzkisten. Noch mehr Stahltrümmer. Ich gebe jetzt einfach überall mal ein Menschlein hin.
Okay. Lager Kohle. Kohle ein. Kohle einlagern. Das Einzige, was ich machen kann, sind Zelte bauen. Grafik. Mensch. 80 obdachlos. Wie viel passen da rein? Also ist praktisch alles, was man aktuell noch bauen kann. Straße. Straße bauen. So, schauen wir mal. Es wird ja nicht wirklich viel erklärt hier. Arbeitskräfte. Täglicher Gewinn. Gehen die davon selber hin? Anscheinend, ne? Okay. Ach, durch den Schnee, die Armen. Da ist auch noch ein Häufchen. Kohlemine. Aber Kohlemine? Ich kann halt doch nichts anderes bauen, das ist das. Also wenn jetzt der Unzufriedenheit ist gesunken. Mangel an Unterkünften. Das war zu erwarten. Aber ich habe kein Holz mehr. Holzkisten. Muss man eben ein bisschen managen, dass wir das Zeug bekommen. Stahl, Holz, Kohle. Wir haben hier noch genug Leute, hoffe ich. Also, was haben wir? Funktionsfähig. Die haben sogar Namen. Auf dem Weg zur Arbeit. Okay. Treib. Betrieb. Oh, ich kann sogar umschalten. Auch nicht. Okay. Oh, ich würde mich ja nicht durch den Schnee kämpfen wollen. Die Armen. Aber ohne Rohstoffe geht halt nichts, ne? Generator ist aus. Klicke, um ihn zu aktivieren. Yay! Warum sollte man ihn abschalten wollen? Generatorbelastung erhöht sich, wenn der die Überlastung aktiv ist. Was ist das für ein Deutsch? Erreicht die Belastung 100%, explodiert der Generator und das Spiel ist beendet. Oh, wie nett. Also, Arbeit. Zeitsteuerung. Ui. Man kann die Zeit beschleunigen, indem man auf den Geschwindigkeits... Ja, das ist klar. Verwende das Baumenü am unteren Bildschirmrand, um den Bau oder Abriss von Gebäuden und Straßen anzuordnen. Nur wer derzeit nicht arbeitet, kann Strukturen aufbauen. Das ist verständlich. Gebäude innerhalb der Wärmezone sind wärmer und bieten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Um die Wärmezonen optimal zu nutzen, werden die Gebäude auf einem Gitternetz angeordnet. Alle Gebäude müssen über eine Straße mit dem Generator verbunden sein, um zu funktionieren. Was heißt vorläufig? Die Temperatur innerhalb eines Gebäudes hängt von der Leistungseinstellung des Generators, wenn sich das Gebäude in einer Wärmezone befindet, den Isolierung des Gebäudes und den äußeren Bedingungen ab. Es gibt 6 Temperaturstufen. Komfortabel bis eiskalt. Unterkünfte und Arbeitsplätze sind warm, so möglich wie möglich zu halten. Unterkünfte und Arbeitsplätze so warm wie möglich zu halten, verhindert, dass Einwohner krank werden. Manche Arbeitsplätze können nicht mehr betrieben werden, wenn die Temperatur zu tief sinkt. Der Generator ist das Herz der Stadt und die einzige Quelle für Wärme in diesem gefrorenen Loch. Sobald du genug Kohle auf Lager hast, solltest du ihn einschalten. Der Generator beheizt seinen direkten Umkreis und verbraucht mindestens 6 Einheiten Kohle pro Stunde. Du kannst Generatoraufwertungen erforschen, die die Wärmeleistung erhöhen, die Wärmezone vergrößern und den Kohleverbrauch verringern. Ergibt Sinn, ja. Ich meine, fürs Spiel ist es okay, aber... Okay. 20 Holz, 17 Dings. Unterkunftsprobleme. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Natürlich. Du hast 2 Tage. Okay, lass mich mal kurz gucken. Was haben wir denn jetzt an? Tab. Tab. Das Holz ist uns ausgegangen. Ja, es ist schon klar. Schauen wir mal. Stahl. Holz. Kohle. Okay. Gucken wir mal. Wir müssen uns hier erstmal reinfuchsen. Die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran. Die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen, wenn sie das Problem auf ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viele passen denn da rein. 10 Einwohner. 10, 2, 4. Dann haben wir jetzt die Hälfte. Und brauchen mehr Holz. Viel mehr Holz. Okay. Wobei, das sind ja... Ach so, Vorratslager. Ah ja, okay. Bisschen Nahrung haben sie noch. 10 Holz. Ach, Katze. Gesetzbuch. Oh. Oh. Suppe, Zusatzstoffe? Kampfarena? Das machen wir, wenn es soweit ist.
40? Kalte Wohnungen oder Arbeitsplätze lassen Menschen krank werden. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Kranken können in Sanitätsstationen behandelt werden. Die Schwerkranken brauchen jedoch ein Krankenhaus. Bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du eins von zwei Gesetzen unterschreibst. Radikale Behandlung erlaubt es dir, schwerkranke Menschen in medizinischen Einrichtungen zu behandeln, aber einige von ihnen werden als Amputierte zurückgelassen. Lebenserhaltung erlaubt dir, die Schwerkranken in Sanitätsstationen oder Pflegeheimen auf bestimmte Zeit am Leben zu halten, aber unbehandelt. Das ist halt... Oh. 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 Daniel Buffy. Buffy. Kein Zuhause. Oh. Ehepartner. Francis Buffy. Ruht sich aus. Klicken, um zu orten. Dir geht's nicht gut? Es tut mir leid. Ich hab... zwei Kranke. Ah! Das Problem ist... Problem ist, ich nix. Okay, dann geht's mal an die Arbeit, bitte. Kritischer Engpass. Die Anzahl der Kranken steigt und wir haben nicht genug Material im Einsatz. Vielleicht können wir mit einer kurzen Schicht, kurze Tritte. Okay. Denn manchmal müssen wir uns auf Kosten von allen anderen auf die aktuelle Lage konzentrieren oder sterben. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach 0 Tagen 18 Stunden ein weiteres eingeführt werden. Ja, dass die unten... Ja, es tut mir leid. Lass mich doch mich erstmal reinfinden, Leute. Bis eine tot umfällt?
Move, people. Wie viel brauche ich denn? 25. So, okay. Generator läuft wieder. Nochmal 4. Jetzt muss ich aber erst die Kohle haufen. Einundzwanzig? Komm schon. So. Ja, das ist mir klar. Das jetzt ist Baufähigkeit. Du hast ein neues Gebäude freigeschaltet, in dem du ein Gesetz unterschrieben hast. Der Aufbau von Fähigkeiten kann die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht beeinflussen. Jeder hat eine Abklingzeit und auch viele Kosten. Mehr über eine bestimmte Fähigkeit erfährst du im Gebäudefenster. Wow. So. Okay, das erste hätten wir abgehakt. Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Materialien zuzubereiten. Gibt es hier denn überhaupt was? Ich sehe nur Schnee, Eis und steile Felsen. 2 von 10? Das ist schneller fertig. So. Baue eine Jagdhütte oder ein Treibhaus. Aha. Jagdhütte? Stand da gerade Treibhaus? So, 1, 2, 3, 1. Müsste ich dann noch zusammen bekommen. Ach, Miezekatze. Also. Jagdhütte. Braucht 20 Holz. Speiseholz auch. Night is coming. Put down your tools.
Aber zuerst das hier. Wenn wir mal ehrlich sind. Okay. Okay, Häuslebau geht voran. Sehr schön. 1, 2, 13 Holz. Genug Kohle. Benötigt 12 Kohle, um freizuschalten. Plus 2 Temperaturen in allen Wärmezonen. 200% Kohleverbrauch. Ach du gute Güte. So, Unterkünfte. Sollten wir zeitlich hinbekommen? Jagdhütte oder ein Treibhaus? Was ist ein Treibhaus? Ich weiß es nicht. Versprechen gehalten. Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlen sich mit einem Dach über dem Kopf erleichtert. Selbst dann, wenn es klappert. Okay. Die Hoffnung steigt. Yay. Ein Arbeiter erforderlich. Dann ziehen wir hier ein. Ups. Ach so, mein... Hey, ja. So. Passt. Kann man hier irgendwo speichern? Frost. Okay, das lief doch schon mal eigentlich ganz annehmbar. Einwohner sind zufrieden, Versprechen gehalten. Neues Gesetz. 3 in Behandlung. Okay, ich sehe schon, das hat ein bisschen wenig Temperatur hier, hm? Brauchen wir gerade nicht. Vorratslager. Oh, das ist nicht gut. Aber ich kann jetzt noch... Ah, Leute. Arbeitskräfte. Einige Gebäude wie Sanitätsstationen oder die Werkstatt erfordern intensive geistige Arbeit von den dort beschäftigten Personen und können daher nur mit Ingenieuren besetzt werden. Arbeiter liefern nur handwerkliche Arbeit. Kinder können zunächst gar nicht eingesetzt werden. Durch Klicken auf das Symbol in der rechten unteren Ecke kannst du deine Personalverwaltung... Verteilung überprüfen. Ach, das ist mit verboten gemeint. Kinderarbeit. Jetzt habe ich es verstanden. Arbeiter als auch Ingenieure? Okay. Kapisch. Ich habe verstanden. Q und E, ne? Patienten 5. Henry Mill. Alle entlassen. Ja, ganz toll. Okay. Ich brauche auf jeden Fall eine neue zweite Krankenstation. Das sehe ich jetzt schon.
finde es echt nett, dass die allen einen Namen gegeben haben. So. Stadt lebt wieder. Hoffe ich. Rohstoffengpass. Uns gehen die Rohstoffe aus. Ja. Arbeitszeit verlängern. Ich bin echt am Überlegen, ne? Verlängerte Schicht. Eine Stadt in dieser gefrorenen Hölle zu bauen, erfordert Opfer. Einwohner können mehr schaffen, wenn sie längere Schichten. Schichtlänge, Arbeitstag auf 14 Stunden. Überstunden verursachen Unzufriedenheit. Notfallschicht. Wie aktiviere ich die nochmal? Oder geht das immer nur einmal? Gesetzbuch, Wirtschaft? Miri. Sechsundvierzig. Kohlehaufen. Ja, Miri. Ich hab schon verstanden, aber lass mich doch kurz. Verstanden. Im Bau. Tiki. Gebt euch bald was zum Futtern. Habt's doch mal ein bisschen Geduld. Der Straßenbau ist eigenartig. Aber okay. Wie viel braucht man für 20 Holz? Ja, Mau. Zwischen Gebäuden wechseln? Jäger verlassen die Stadt, um in Frostland nach Nahrung zu suchen. Sie arbeiten von 18 bis 6 Uhr.
Zunächst bringen sie bis zu 15 Einheiten rohe Nahrung von jeder Jagd mit. Erforsche Verbesserung zur deutlichen Steigerung. Okay. Das Speisehaus bereitet Mahlzeiten für die Einwohner zu. Aus einer Einheit Rohnahrung stellt es zwei Essensrationen her. Rohnahrung wird von Jägern besorgt, in Treibhäusern produziert und manchmal von Spähern bei ihren Erkundungen gefunden. Durch Klicken auf die Pfeile rechts und links im oberen Teil eines Baufensters. Ach so, das jetzt, habe ich schon gesehen. Wir verhungern. Echt knifflig. Am besten wäre es dann in dem Fall, dass man... praktisch Sanitäts- und Nahrungsversorgung früh einplant. Aber gleichzeitig braucht man ja auch Unterkünfte. Hey. Das ist ähnlich wie bei den Siedlern, da muss man auch im Bestfall alles gleichzeitig bauen, obwohl man keine Materialien hat. Okay, aber Jagdhütte ist gleich fertig. Holz haben wir jetzt auch. Das machen wir am besten gleich nebenan. So. Tiki. Was willst du? Wir spielen nicht. Nicht jetzt. Okay, die Kohle geht uns zumindest erstmal nicht aus. Gesundheit, Nahrung, Rohstoffe, Sammelstelle. Wobei, ist die jetzt notwendig? Wir sammeln die erstmal. Ach, das ist sowas, okay. Werkstatt. Das muss an der Straße stehen, jetzt verstehe. Okay. Ich fürchte, ich muss gleich mal aufstehen und die Katzen füttern. Die patscht mich schon wieder. So. Sieht man die eigentlich irgendwo? Das klang nämlich, als würden die dann nach oben gehen zum Jagen. Ich mag diese Art von Spiel, ganz ehrlich. Wenn die Siedler ohne die Kämpfe wären, würde ich das auch öfter spielen. Leute von
unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Bau eine Signalstation. Tiki. Ja, Miri, dann hau hier halt eine drüber. Wenn dir das nicht passt. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittliche Gebäude zu entwerfen. Ja, die ist gleich in Arbeit. Wir sind am machen. So. Für auch immer. Also wäre es eigentlich besser gewesen, erst die... Okay, ich verstehe. Baue eine Werkstatt. Baue eine Signalstation. Rette Überlebende. Signalstation? Das geht nur über die Werkstatt wahrscheinlich. So. 23 Uhr. Okay, Ingenieure haben wir ja noch ein paar. Also freie. Jetzt verhungern sie mir alle oder was? Oh! Technologie bauen. Dampfzentrum, Erkundung und Industrie, Signalstation. 10 Holz habe ich nicht. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, ne? Einwohner sind hungrig. So, dann müssen wir ein bisschen umschichten. Bewegung, Leute. Ich frag mich ja, ob die Häufchen irgendwann verschwinden. Ach, hier kann man das machen. Oh. Verstehe. Was? Wie? Wo? Wo? Warum ist jetzt die Temperatur so abgesunken? Die Temperatur ändert sich ständig. Achte genau auf die Vorhersage für die nächsten 5 Tage. Das sagt er mir jetzt? Die Thermometer-Support zeigt die Tendenz an. Wenn es draußen kälter wird, sinkt auch die Temperatur in Gebäuden. Um alle Faktoren zu sehen, fahre mit der Maus über das Ding hier. Das sagt er mir jetzt? Forschung. Verwende die Funktion Werkstatt, um neue Gebäude und Verbesserungen zu entwickeln. Du kannst die Forschungsgeschwindigkeit erhöhen, indem du mehrere Werkstätten baust. Forschung in Stufen gruppiert. Du musst eine Stufenverwertung erforschen, bevor du die Technologien dieser Stufe erforschen kannst. Etwas zu erforschen kostet Rohstoffe und Zeit. Viele Gebäude wie das Speisehaus oder die Sanität müssen mindestens kühl oder wärme sein, um zu funktionieren. What? Platziere in der Wärmezone um den Generator oder im Dampfzentrum, sonst können sie aufhören zu arbeiten. Könnten sie aufhören zu arbeiten, wenn es zu kälte wird. Heizkörper erforschen und einschalten.
Ich hoffe, ich erfriere nicht im Dienst. Wieso sagt er mir das nicht früher, Leute? Heizung. Das hätte mir echt früher mal erklären können, dass das eine Temperaturanzeige ist. Ich meine, ich habe das Symbol gesehen, aber ich habe das für was anderes gehalten. Generatorüberlastung. Im Extremfall kann der Generator in den Overdrive versetzt werden. Dies erhöht die Wärme, die er liefert, setzt den Generator aber auch unter Druck. Ach, das ist das, ja. Das hätte mir das Spiel früher sagen können. Wie gemein. Ah. I see. Eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Späherteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Arbeiter benötigt. Es gibt so viel zu tun und nicht genügend Hände. Um es zu tun, eine schnelle Lösung. Kinder. Oh. Das ist halt... Oh. Vor allem 15. Kinder sind sicherer, wenn sie tagsüber im Kinderheim sind und sie stellen nichts an. Du musst ein Kinderheim bauen. Ungefährliche Arbeit. Ah, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ah. Die soll in die Schule gehen. So schaut's aus. Das hätten sie mir echt früher sagen können. Das bringt nicht mal was. Frostballen. Ziel ist Gesetz zur radikalen Behandlung oder das. Ach so, das ist das. Aber dafür brauche ich ja. Ich glaube, ich habe ein Problem. Das bringt mir nämlich gerade gar nichts hier. Kannst du dich beeilen? 6 Stunden. Kohlehaufen erschöpft. Psst.
Steht das irgendwo wie viel? Ich lasse das nämlich meistens einfach bis zum Schluss. Bis halt gar nichts mehr geht. Das habe ich bei den Siedlern auch schon so gemacht. Vier Stunden. Ich habe ein Problem. Das hätten sie mir echt früher sagen können, das mit dem Kram. Vor allem, wann wird denn das nächste freigeschaltet? Ich brauche ein Krankenhaus. Schwerkranke. Ja, ich weiß. Tut mir leid, Leute. Das heißt zwar immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich habe das Gefühl, wir sterben vorher, bevor die Hoffnung stirbt. Aber das ist gleich fertig. Und dann hoffe ich mal. Was macht das? Industrie. Jetzt muss aber erstmal das hier fertig werden. Benutze den Heizkörper. Und wie? Ja, jetzt ist es geschlossen. Jetzt habe ich eine andere Weite. Ja, Forschungsziel. Lass mich kurz. Ach so ist das. Schnelleres Sammeln, Nahrung, Gesundheit, Unterkünfte. So. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, wie mache ich das denn? Ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern zum Heizen? Du jetzt Heizkörper ist an. Okay. Oh, Katze. Okay, ich mach hier kurz Pause. Bis gleich.
So. Vier Verhungern. Oh, wie schön. Wann haben wir den ersten Toten? Okay, darf ich neu laden? Sehen einen Führungswechsel herbei. Der, sorry Leute, fehlende Kraft. What? Hoffnung und Zufriedenheit. Hoffnung und Unzufriedenheit sind entscheidend für die soziale Stabilität der Stadt. Es gibt viele Faktoren, die sie beeinflussen können. Bedürfnisse, Gesetze, Gebäude, Fähigkeiten. Menschen in Behandlung gehen erst zur Arbeit, wenn sie geheilt sind. Dies senkt die Effizienz. Zahlreiche krankheitsbedingte Fehlzeiten können die Wirtschaft stark beeinträchtigen. Um dieses Problem vorzubeugen, sollte eine angemessene Krankheitsversorgung gewährleisten. Ah, das... Leichtes Ansteigen nennst du das? Wenigstens retten wir Leben. Ja, das schon, aber... Oh, so sorry, Paul. Ich werde neu anfangen müssen. Das war... Also zum Reinfinden ist das Spiel auch nichts. Apropos, kann ich die... Okay. Warum habe ich eigentlich immer noch keine Rationen? Ah, jetzt arbeiten sie. Ich glaube aber nicht, dass ich das gerettet bekomme. Es sinkt. Ermöglicht den Bau einer Dingsbombe. Sehr schön. Dann, wenn sie vom Generator angetrieben werden, erzeugen diese Vorrichtung zusätzliche kleinere Wärmezonen um sich herum. Kann ich nur eins nacheinander, oder? Wahrscheinlich. Okay. Dampfzentrum ist an Arbeit. Keine mehr am Verhungern, aber noch 7 Kranke. Können einmal nicht die Rohstoffe ausgehen? Okay. Leichte Frostbeulen.
benötigt Rohnahrung. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Too cold. Das dauert halt leider jetzt noch Sekunde. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht komplett neu anfange mit meinem jetzigen Wissen. Ach Katze. Ich meine, die Unzufriedenheit ist zumindest runtergegangen. Es ist niemand mehr am Verhungern, aber... Ach ja, das Signalding. Wo auch immer man sowas platziert. Auch hier vorne. Dampfzentrum erforscht. Zehn Holz. Warum bist du eigentlich inaktiv? Nee, es sah jetzt nicht so aus. Okay. Okay. Vielleicht bekommen wir es doch noch gerettet. Mit etwas Glück. Na, Katze. Hm? 14. So, okay. Dann schmilzt das ganze Eis weg. Oh, das ist nice. So. Okay. Spätestens 22 Uhr. Ach, da haben sie sowieso keine Schicht mehr, ne? Mietzi.
Was braucht das Ding? 20 Holz und 35 Stahl. Temperatur sinkt dann auch gleich wieder. Steigt wieder, so muss man sagen. TG. Wer sterben will, muss leben, ne? Ach, Katze. Bau hier eine Kohlemine. Was ich eher brauche, ist aktuell Holz. Eisenerz? Gut zu wissen. Temperatur geht runter. Also der Effekt ist schon auch interessant, ne? Okay. Handelt. Wo ist denn das Gesundheitswesen überhaupt? Das ist alles. Hier ist Krankenhaus hier. Bleibt es bei 80 Arbeit? Nee, nicht wirklich, ne? Wenn wir die anderen dazu holen? Kohle. Stahl, Holz. Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz. Jetzt arbeiten die schon wieder nicht. Komfortabel. Sechzehn Kranke. Das ist nicht schön. Zumindest ist die Temperatur gut gestiegen. Amputierte. Menschen können durch Ärzte, Erfrierung, Arbeitsunfälle, Unfälle oder nach einer schweren Erkrankung und der Rettung durch Radikalbehandlung zu Amputierten werden. Die Amputierten können nicht arbeiten, aber sie müssen trotzdem untergebracht und verpflegt werden. Später im Spiel kannst du Aufwertungen erforschen, die dir helfen, Lösungen für dieses Problem zu finden. Sagte mir jetzt, wir müssten amputieren, um das Leben dieses Patienten zu retten. Leider ist er jetzt nicht mehr imstande zu arbeiten. Pflegeheim oder Prothetikgesetz?
Was ist das Prothetik in? Prothetikgesetz. Geheim, Zusatzration, Friedhof, den bräuchte man eigentlich sowieso. Du musst ein Pflegeheim bauen. Ich habe kein Zeug. Eins nach dem anderen, Leute. Ein verängstigter. Einer unserer Leute steht an der Schwelle des Todes, aber er möchte keinesfalls eine Amputation. Er schreit wie am Spieß und möchte nicht, dass jemand sein Bein anfasst. Aber wenn wir nichts tun, wird dann seine Gangrän sterben. Kann ich den Typen befragen, bitte? Er hat sein Bein auch verloren und lebt weiter, Leute. Dafür gibt es doch Prothesen. Es tut mir leid, aber... Ich brauche ein Pflegeheim. Ich muss das halt erst erforschen, glaube ich, ne? Oder? Nee, muss ich nicht. So, ist zwar nicht das Schönste. Warum habe ich eigentlich nichts zum Essen? Ach, weil die tagsüber ja nicht arbeiten, ne? Da war ja was. Mehr Krankenbetten nötig. Ich hab's mir schon fast gedacht.
Wo ziehen die eigentlich jetzt hin? Gehen die jagen? Versprechen gehalten, Pflegeheim. Hoffnung steigt. Ich habe aber schon lange Schichten, oder? Von 8 bis... Was war es? 18 Uhr? Oh no! Ich brauche leider noch ein bisschen Holz. Also dafür, dass es 4 Uhr morgens ist, ist ganz schön was los hier. Setzt euch in Bewegung, Leute. Kommt schon, ich brauche Holz. Ich brauche etwas Holz. Fünfundzwanzig braucht man, ne? Holz ist ausgegangen. Ja, das ist klar. Das ist erforscht. Fünfzig. Ja, ganz toll. Ei. Jetzt
20 Volt. Stahl geht mir zumindest in nächster Zeit nicht aus. Fünfundzwanzig. Problem ist, ja, ist klar. Schnelleres Sammeln. Mir ist das alles ziemlich relevant. Versprechen gehalten? Ja, das ist das kleinste Problem. Wie abends, ne? So. Alle Arbeiter. Zur Jagd? Das ist nur die Frage. Signalstation gebaut. Okay. Sieht aus wie ein Wetterballon, so ein bisschen. Schnee und Eis und Berge. Upsi. Entsende Speer, wenn du mehr über diesen Ort erfahren möchtest. Zahllose Zelte. Wir können sich bewegende Personen ausmachen. Aha, düstere Höhle. Moment. Direkt zur Signalstation gehen. Geh zur Stadt. Nicht genug Holz. 40 Holz und 5 Arbeiter. Wieso so viele? Bereit zur Suche. Die Leute jubeln. Als der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung und alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Frostland nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hatte, ist auch dabei. Ja,
Eins auf dem anderen. Jetzt brauche ich erstmal. Es ist eh Nacht. Es passiert eh nichts. Die Leute verhungern gleich wieder. Alleine in dieser Welt. Oh, armer Arnold. Status krank. Arbeitsplatztemperatur kalt. Wärmezonen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht zum Erforschen. Aber das ist bestimmt auch so teuer. Das kostet einfach mal 50 Holz. Wärme oder Krankenhaus? Was wäre das Bessere? Karte zeigen. Okay. Ach, wir verhungern gleich wieder. Mal überlegen, wie habe ich denn bei den Siedlern immer meine Prioritäten gesetzt? Holz und Stein waren meistens die ersten. Und die Jagdhütte natürlich. Unterkünfte waren eher nebensächlich. Selbstmord? Der Mann, dem ein Bein abgenommen wurde, hat Selbstmord begangen. Er hat eine Nachricht hinterlassen. So kann ich einfach nicht weiterleben. Verkrüppelt und ohne Lebenssinn. Und ich möchte keine Bürde für die Gemeinschaft sein. Was ist das Prothetikgesetz? Was ist das Prothetikgesetz? Hallo? Welches ist denn das? Ich kenne das nicht. Da ist es. Alle wollen einen Beitrag zum Überleben dieser Stadt leisten. Wenn wir den Amputierten wieder zu voller Tauglichkeit verhelfen können. Neuer Bauplan, Prothese. Ach, das ist das. Mein Gott, ja. Ja, mein Gott, warum macht sie das denn nicht gleich? Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Oh, Katze. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Die Leute können sich um sich selbst kümmern. Ja, Friedhof. Du musst einen Friedhof bauen. Du musst eine Schneegruppe graben. What? Nein! Aber ich kann jetzt gerade nicht, sorry. Oi, oi, oi. Wie lange dauert das? 2 Tage. 5 Uhr morgens. Jäger kommen gleich zurück. Hoffentlich mit was Essbarem. Wärme. Ja, Wolf Summer. Nikolas Witherden. Eigentlich können die alle. Sollten die alle nicht meckern. Was haben wir denn? 5. Ich habe immer noch kein Holz. Vermehren sich die Leute? Von den Zukömmlingen hier abgesehen? Ich weiß es nicht. Ich meine, bei den Temperaturen hat man wahrscheinlich keine Lust ins Bett zu hüpfen, aber Wärme. Ach, da kann ich es auch anmachen. Erträglich. Ist es nicht mehr warm genug? Ach, komm. Ach, es sind doch
nur minus 30 Grad da draußen. Was willst du, Mietz? Ach ja, Mietzekatze. Du würdest dich bei solchen Temperaturen auch nicht wohlfühlen. Selbst mit dem Fell. Ja, komm, mach mal. Ich brauche ganz, ganz viel Holz. Für Forschung hauptsächlich. Die haben aber nicht viel zurückgebracht. Hm? Problem ist halt, die Kohle brauchen wir ja auch. Gab es nicht... Ja, ist klar. Komm, lass mich doch die Straße wenigstens anklicken. So. So. War vielleicht jetzt nicht die beste Entscheidung. Ich brauche das Holz eigentlich. Signalstation ermöglicht dir Zugang zur Welt außerhalb der Stadt. Du kannst Speeren, Signalfenster. Team erstellen. Speer sind autark und können große Entfernungen von der Stadt aus zurücklegen. Sie können wertvolle Rohstoffe und Überlebende finden und vielleicht Licht in die Welt und ihr Schicksal bringen. Aha, Rohstoffe auch. Das wäre vielleicht gar nicht mal unwichtig. Wie viel Holz brauchen die? Schwer lesbar, 40. Und 5 Menschen. Eine Danksagung. Jemand hat eine Nachricht in der Pflegestation hinterlassen. Dort steht: Vielen Dank. Durch die ganze Arbeit fällt es vielen Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Einrichtungen wie dieses sind ein Segen für uns alle. Ja, schön. So, Straße ist fertig. Die Rohstoffe sind eh schon. Das ist ein bisschen anders gegliedert als bei Siedlern, daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Hier sind dann die Rohstoffe gleich weg und bei Siedlern werden sie erst nach und nach beim Bau verwendet. Da ist das ein bisschen... So, Wärme versus... Wobei die Wärme schon wichtig wäre. Aber jetzt machen wir erstmal die Expedition fertig.
Dann brauchen wir noch ein paar Zelte. Katze! Wir spielen jetzt nicht. Verstehst du? Du hast übrigens was auf der Nase. Du hast es echt auf meine Finger abgesehen. Holzkisten erschöpft. Das hier? War das jetzt gemeint? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ach, da brauchen sie Ingenieure dafür. Akuter Behandlungsstoff. Captain, unsere Einwohner haben sich zum Protest versammelt. Die Anzahl der unbehandelten Kranken steigt weiter, aber sie scheinen das Problem zu ignorieren. Ja, ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Das ist das Problem. Ingenieure. Ich habe das schon gesehen, dass da so viele krank sind, aber... Arbeiter? Ach so. 3, 6... 10... Upsi. 6, 10, 13. Wenig Kohle. Oh. Geht mir jetzt die Kohle aus, ja? Nicht alles extra freischalten müsste. Wir gehen gleich drauf. Uns geht alles aus. Das gibt's doch nicht. Kohlehaufen. Ich habe noch ein paar Arbeiter. Die packen wir jetzt einfach alle drauf. So leid es mir tut.
Wobei 24 Stunden schon echt übel ist. Aber ich muss ja erstmal. Wo hab ich denn eigentlich dann den Friedhof drin? Sobald ich das Gesetz verabschiede, wahrscheinlich, oder? Zehn, 15, 20. Wie hat die Oma immer schon gesagt? Mada, Mada, Dani. Nun gut, für die nächste Runde weiß ich in etwa Bescheid. Katze. Wie sollen wir mit so wenig Ressourcen effektiv ranklotzen. Das Ding ist im Weg. Jetzt lass doch mal diese Schokolade in Ruhe. Das ist kein Spielzeug. So. Holz steigt, Stahl. Ja, gut. Diese Katze. Komma 4 pro Stunde, das ist fast gar nichts mehr. Aber erst wenn es bei 0 ist, wird es abgeschafft. Stunden übrig. Das Ding ausschalten ist nur leider keine Lösung. Null Prothesen. Wie baut man die eigentlich? Holz. Ich fürchte, ich werde neu anfangen müssen. Das ist auch unfair, so komplett ohne Tutorial. Also ohne, dass einem das zeigt. Fast wie bei Warframe hier. Da wird einem auch nicht alles erklärt. Oder zu spät erklärt, wie auch immer.
Aber ich mache jetzt eh nicht mehr lange. Ich schau mal doch, wie lange wir hier überleben. Wahrscheinlich nicht allzu lange. Problem ist halt. Ich würde gerne erstmal Forschung weitermachen. Ich hätte mir Dings hier sparen sollen. Also zumindest fürs Erste sparen sollen. Wir verhungern schon wieder. Oh. Gleichzeitig sinkt die Unzufriedenheit. Kann sich auch nicht entscheiden, ha? Huh? Ach Katze, du hast doch nicht mal was zum Spielen dabei. Eine weitere Schicht, ja. Mehr mit weniger ernähren. Unsere Nahrungsmittel sollte schrumpfen. Mit effizienteren Rezepten, die für diese harten Schnipse geeignet sind. Ja. Suppe. Hoffnung sinkt leicht. Unzufriedenheit steigt leicht an. Das Suppe wird Unzufriedenheit hervorrufen. Also das mit der Suppe sehe ich ja noch eher ein als mit dem Kann Suppe servieren. Was heißt kann? Eben, wer überleben will, muss auch mal hungern. Aber bei uns geht sowieso bald der Saft aus. Ich sag's ja. Das ist so eine Nullnummer. Ah! Ach, weil das auch noch passiert. Oh, das habe ich jetzt komplett übersehen, ne? Dann muss ich kurz. Moment. Warum ist denn dem zu kalt? Elf Stunden. Die werden den Tag nicht mehr überleben. Schauen wir mal, was da passiert. Upsi. Nicht so weit rausgerollt. Vor allem, weil die Dinger ja auch Kohle fressen, ne?
es einen Trick gibt, was die Rohstoffe angeht? Holzkisten erschöpft. Ja, welches denn davon? Du bist gut. 6,7%. Das ist doch noch ein bisschen was. Was willst du von mir? Bei 0 wird es abgerissen, nicht vorher. Leichte Frostballen. Ja. Sorry. Ich kann nichts für die Temperatur hier. In 7 Stunden habt ihr es eh alle überstanden. Ich kann auf die Weise jetzt nichts mehr machen. Es hätte mich auch gewundert, wenn es bald gleich beim ersten Spielstart hingehauen hätte. Das hätte mich wirklich gewundert. Zehn Tage, naja, immerhin. Noch mehr krank. Yay. Krieg noch 2 Holz, wobei es ist eigentlich egal. Über Nacht gehen sie mit alles hops. So. Vor allem müsste ich alles gleichzeitig machen. Aufrüstung Sanitätsstation. Aber das dauert zu lang. Einwohner sind hungrig. Das überlebt sie doch sowieso schon nicht mehr. Ihr habt es noch 6 Stunden. Ich wüsste nicht. Wie kann ich denn sonst noch für Nahrung sorgen? Ja, Lagerkapazität. Wie viele Jagdhütten brauchen die denn, damit die zufrieden sind? Drei Stunden. Also fast Punkt und Mitternacht? Ach, komm schon. Bringt mir nichts, ne? Das überleben sie eh nicht mehr. Weil, bis sie das alles zurückbringen? Von der Jagd? Wobei, sie werden jetzt nicht sofort, ne? Aber wahrscheinlich ziemlich bald. Aber so an sich mag ich das Spiel. Die Investition hat sich gelohnt.
Musik ist auch nicht schlecht. Aber mal ehrlich, man braucht ein richtiges Krankenlager, ne? 5. Cool ist es ausgegangen. Ja, das ist mir auch klar. Danke, das weiß ich. Kühl erträglich. Eiskaltes Leder. Weich. Also man muss relativ früh eigentlich für Wärme sorgen. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte. Ja, ich weiß. Wie lange dauert es, bis wir hops gehen? Ich glaube, das braucht bei uns gar nicht groß ansehen, oder? Okay. Ich hatte eh nicht vor, lange zu machen. Von daher passt das schon. Kann ich? Fotomodus? Das ist doch nicht relevant zum Foto machen. Okay. Zum Reinschnuppern war das okay. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Auch wenn die Reihenfolge schwierig werden wird. Aber hey, ich habe mich 10 Tage gehalten. Fürs erste Mal war das doch wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Kurz und knackig. Ich danke fürs Zugesehen haben. Morgen gibt es wieder RPGs. Sofern nichts dazwischen kommt. Man weiß ja nie. Sonntag Poi. Ab nächster Woche erstmal wieder keine Werktag-Streams. Bis ja, Dezember. Feiertag ausgenommen. Katze! Der Urlaub ist leider vorbei. Die Zeit, die Freizeit auch dementsprechend. Ach, Katze. Sorgenfrei? Oh! Das könnte mir gefallen. Ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Deswegen, ich wünsche eine gute Nacht. Danke fürs Zugesehen haben. Man sieht sich morgen. Bis dahin. Bye bye.